Liebe Zuschauer, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und einer der größten Staatsfonds der Welt, der norwegische Pensionsfonds, der macht es vor und hat das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt und wird auch streng danach handeln. Also ein Thema, das institutionelle und private Anleger beschäftigt. Darum wollen wir heute mit Thomas Wyss von der Valorvest Vermögensverwaltung darüber sprechen. Ja, wie sieht es denn eigentlich beim DAX und beim Eurostoxx aus? Wie nachhaltig sind denn die Indizes oder die einzelnen Unternehmen? Ja, das haben wir uns mal angeschaut, wobei man zunächst mal sagen muss, nachhaltig wird ja ganz unterschiedlich definiert. Konkret habe ich mir daher mal angeschaut, wie die beiden Indizes denn aufgestellt sind im Hinblick auf Einzelwerte, also Aktien, die in den Indexkonzepten von Dow Jones, also dem Dow Jones Sustainability Index, dem MSCI ESG und SRI Index und dem FTSE for Good Index enthalten sind. Also den drei größten Nachhaltigkeitskonzepten, die man so kennt, den wichtigsten Nachhaltigkeitsindex. Indizes auf dieser Welt, kann man sagen. Und da kam ich zu dem Ergebnis, dass im DAX 87,5% des kapitalgewichteten Investments nachhaltig sind und im Eurostoxx 50 sogar 89%. Also man kann sagen, wer im DAX oder im Eurostoxx 50 investiert ist, ist mit 87,5 bzw. 89% in nachhaltigen Aktien, in nachhaltigen Unternehmen investiert. Hier muss man schon sagen, die Unternehmen haben schon erkannt, wenn sie in der Liga der Großen mitspielen möchten, müssen sie eben auch Wert auf diese Kriterien legen, weil, wie Sie eingangs sagten, immer mehr institutionelle Anleger achten darauf. Und ich würde mir wünschen, dass auch mehr klassische Fondsmanager, also Fondsmanager klassischer Aktienfonds, darauf achten würden, wie viel, welcher Anteil in ihrem Fondsportfolio quasi aus solchen nachhaltigen Investments stammt. Ja, und wenn wir gerade da mal nachhaken, bei diesen klassischen Aktienfonds, Sie sind ja noch nicht ganz so zufrieden, was das Thema Transparenz betrifft. Warum wird das noch nicht so verfolgt? Ist das für die Fondsmanager nicht wichtig oder für die Fondsgesellschaften? Ja, das war für mich auch etwas ernüchternd, weil ich habe kürzlich eine Umfrage gemacht, die sicherlich nicht repräsentativ ist, aber ich habe verschiedene Fondsmanager mal darauf angesprochen, wie hoch denn ihr Anteil an nachhaltigen Unternehmen im Fondsportfolio ist. Und die ernüchternde Bilanz war, dass keiner mir eine Auskunft geben konnte. Also keiner konnte mir sagen, wie hoch denn der Anteil ist von Aktien, die in diesen Sustainability-Konzepten enthalten sind. Ich denke, es ist noch nicht so ganz gereift, das Thema, wird aber immer wichtiger, weil eben die Trends am Markt klar dafür sprechen, dass immer mehr Investoren ihr Anlageverhalten danach richten. Und für die Transparenz, gerade auch wenn ein Anleger in seinem Portfolio ein gewisses Gewicht an nachhaltigen Investments haben möchte, dann braucht er so eine Kennzahl, dann muss die eigentlich veröffentlicht werden. Und aus dem Grund denke ich, dass die Zeit hier für immer mehr Druck sorgen wird, dass Fondsmanager auch aus Eigeninteresse sich darüber Gedanken machen müssen, weil wenn eine Aktie sich auf dem Weg befindet, in einen Sustainability-Index aufgenommen zu werden, dann kann das auch für eine Neubewertung einer solchen Aktie sorgen, weil sich das Unternehmen ja eine neue Käufergruppe erschließt. Vor dem Hintergrund drängen wir auch drauf, dass sich Fondsmanager mehr mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt es aber auch Fonds, die nur auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, also nur nachhaltige Investments. Worauf sollten Anleger bei der Auswahl hier achten? Welche Kriterien sind wichtig? Ja, also das sind zwei Konzepte prinzipiell mal zu unterscheiden. Und zwar eine Form, die mit harten Ausschlusskriterien arbeitet. Das sind üblicherweise so ökologisch orientierte Fonds, die also ganze Branchen ausschließen, die gar nicht ins Anlageuniversum hinein gehören. Hier muss ein Privatanleger darauf achten, dass er sich kein Klumpenrisiko ins Portfolio legt, wenn er ausschließlich mit solchen Konzepten arbeitet. Bei der anderen Variante ist es so, dass mit einem Best-in-Class-Ansatz gearbeitet wird. Das heißt, dass sich Ratingagenturen eben damit beschäftigen, welche Unternehmen aus einer Branche arbeiten denn besonders nachhaltig. Die Fondsportfolien werden dann eben von diesen nachhaltigen oder mit diesen nachhaltigen Unternehmen zusammengesetzt. Hier muss ein Anleger darauf achten, dass es dann eben auch Branchen gibt, die eher üblicherweise nicht mit nachhaltigen Grundsätzen möglicherweise in Verbindung bringt, wie zum Beispiel Aktien aus der Öl- Rohstoffbranche, wo ein Anleger möglicherweise die Stirn runzelt, wenn er sieht, dass diese Aktien da auch mit dabei sind.
Blicken wir zum Schluss noch in die Glaskugel sozusagen. Was meinen Sie denn, wie wird sich der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen entwickeln in den nächsten Jahren? Ja, also die Studien, wenn man insbesondere mal über den Teich blickt in die USA, sprechen da eine eindeutige Sprache. Also da gab es eine Auswertung 2017 von dem Forum for Sustainable and Responsible Investments in den USA, die besagt, dass von 2015 bis 2017 das Volumen der Anlagen, die mit einem oder mehreren Nachhaltigkeitskriterien in den USA gemanagt wurden, von 4,8 auf 8,1 Billionen US-Dollar gewachsen ist. Also hier ist der Trend wahnsinnig dynamisch. Weitere Studien besagen zum Beispiel, dass auch die Millennials sich diesem Thema viel mehr zuwenden. Das heißt, 90% der Millennials, der jungen Erwachsenen, wollen oder interessieren sich für nachhaltige Kapitalanlagen. Für mich auch interessant, dass insbesondere Frauen in den USA sich mit dem Thema intensiv beschäftigen. 84% der Frauen in den USA interessieren sich für nachhaltige Kapitalanlagen. Und wenn man diese Zahlen so sieht, die alle so ein Wachstum verzeichnen, kommt man vielleicht auch zu der Vermutung, dass in den USA die Verantwortung in Gesellschaft und bei den Unternehmen wächst, je unvorsichtiger die US-Regierung vielleicht handelt in dem Zusammenhang. Gerade was Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen und so weiter anbelangt. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, liebe Zuschauer, soweit das Thema nachhaltige Geldanlage. Unser Interviewpartner ist davon überzeugt, dass der Markt weiter wachsen wird und er hatte einige Tipps parat für alle diejenigen Anleger, die sich mit dem Thema weiter beschäftigen möchten, die auf der Suche nach entsprechenden Fonds sind. Ja, Herr Wüst, herzlichen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank.